Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und wie ihr wahrscheinlich schon unschwer erkennen könnt, sind wir nicht in Deutschland, sind wir nicht zu Hause. Wir befinden uns gerade in Amsterdam. Es riecht nach Gras, überall sind Fahrräder. Heute ein ganz entspanntes Ding, bisschen shoppen, bisschen rumlaufen, bisschen essen. Wir haben schönes Wetter, wir laufen ein bisschen hier rum, gehen shoppen und ich nehme euch mit. Lasst uns nach oben da, schreibt einen Kommentar, viel Spaß beim Video. Wir legen los, let's go. Ich bin natürlich auch nicht alleine. Central Sea. Alright. Was erwartet uns heute? Oder ich weiß nicht. Musst du mir sagen. Erstmal Shop in Amsterdam für Sennert. Ich will den Jungen heute ein bisschen rum. Der allererste Store, den wir heute abchecken, wie es sich gehört. Joshi stolz, wenn er auf diesen Vlog reagiert. Ist Dussi. Ist auch, denke ich, direkt hier vorne. Ich glaube so 50 Meter, 100 Meter. Hier müsste der irgendwo sein. Ich finde den in Amsterdam tatsächlich auch sehr, sehr fresh. Man hat eine sehr schöne View auf diese Grachten. Aber ich zeige es euch gleich. Guckt euch auch mal bitte dieses wunderschöne Wetter an. Ich weiß nicht, wann ich irgendwann mal in Amsterdam war mit so einem Wetter. Und hier haben wir den Laden. Ist Dussi. So sieht's aus. Und ich würde sagen, wir steppen rein. Ich weiß gar nicht, ob die neue Sachen haben, ob irgendwie vor Winter rausgekommen ist oder so. Ich befasse mich nicht so krass mit Stussy. Aber wenn ich irgendwas Cooles finde, dann sage ich euch Bescheid. Ich muss sagen, ich finde diesen Nitze-Pulli irgendwie auch nochmal fresh. In diesem Schwarz. Ich finde, der kommt voll hart. Vielleicht ziehe ich den sogar mal an. Wenn man die zumacht, die ist halt so voll locker geschnitten, aber etwas kürzer, so ein bisschen länger geschnitten. Die kommt eigentlich voll geil. Ich weiß nicht, wo es so geht. Naja, ich finde die schon tough, ja. Eigentlich cool. Wir gucken jetzt live zusammen auf den Preis. Ich erwarte nichts Gutes. Ich sag 2,70. Wir haben 2,30. Und bevor ich dafür 2,30 ausgebe, muss ganz, ganz viel passieren. Ah, Bros, guck, ja. Und das hier ist die View, die ich eben meinte. Man kann halt hier aus dem Store raus auf die Grachten schauen. Das ist wirklich crazy. Also somit einer der coolsten Views von dem Store, die ich bis jetzt gesehen habe. Also ich habe gerade random diese Handschuhe hier gesehen. Und ich sag euch ehrlich, ich finde die todfresh irgendwie. Also für ein Shooting oder so. Oder generell für den Winter. Ich finde, die kommen schon geil. Was sagt ihr? Wir sind raus aus Düsseldorf. Ihr könnt es sehen. Dieser junge Mann direkt mit dem allerersten Kopf. Was hast du gekauft? Kleiner Teaser. Oder das könnt ihr in meinem Blog sehen. Ja, das Teaser ich noch hier nicht ab. Alright. Und da vorne zeigt sich schon der nächste Store. Und zwar nämlich Pata. Da war ich, glaube ich, damals mit Joshi auch drin. Das hier ist der Store. Ihr könnt es sehen. Sehr, sehr minimalistisch. Boah, das Jersey ist eigentlich clean. Also würde ich mir jetzt nicht ziehen. So Sommer ist vorbei. Aber es kann was. Gibt es noch in lila? Ist fresh. Ist fresh. Aber ich weiß nicht. Pata irgendwie auch nicht so krass meine Brand. Früher hatten die mal so ein paar Schuhe, die ganz cool waren, so Collabs, weiß ich noch. Übrigens, falls es Leute von euch gibt, die hinterm Mond leben und es noch nicht mitbekommen haben, ich bin wieder am Start auf Twitch. Und ich habe gehört, bald gibt es auch Duo-Streams mit uns beiden. Klausurphase vorbei, man hat Zeit. Nee, aber dass ihr Bescheid wisst, Twitch wieder am Start, genauso wie der YouTube Zweit-Account. Da kommen ab jetzt wieder Daily Uploads, blende ich euch jetzt mal ein. Könnt ihr gerne abchecken, abonnieren. Dort gibt es alle Stream-Highlights. Digga, ich bin hier gerade in so einem random Supermarkt und die haben mir einfach dieses neue Red Bull. Eis, Vanilla, Berry, Smack, was auch immer. Erstes Pickup für dieses Video. Wir haben das neue Red Bull. Was sagst du? Gut oder schlecht? Digga, es klingt auf jeden Fall geil. Das klingt unnormal. Auch die Farbe und so, gib ich es mal. Ich gebe dem Ganzen eine 8,5 von 10. Ich sag 7,5. Nein, 8,5. Das ist unnormal. Sag mal jetzt kauft euch das, kauft euch das. Mal Live-Test, mal Live-Test. Omaha. Heiß? Oh. By the way, wo wir das hier einmal sehen, ich kann euch ehrlich sagen, Yuppie-Soße underrated. Sehr, sehr underrated. Trust. Wir haben uns ein bisschen gestärkt, beziehungsweise Sennert hat sich gestärkt, hat seine Pommes gegessen. Hat er, by the way, auch nicht aufgegessen. Für uns geht es jetzt als nächstes in dieses bekannte Kaufhaus hier in Amsterdam. Ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Irgendwas mit Den Breakenhof oder sowas. Ich habe Real Talk, keine Ahnung. Ich war schon ein paar Mal da. Ist eigentlich, kann man vergleichen mit Breuninger, würde ich sagen. Es gibt so alle möglichen Designer-Brands. Balenciaga, Agnes Studios, dies, das. Und was auch sehr geil ist, unten haben wir eine riesige Kosmetik- bzw. Parfumabteilung. Da gibt es eigentlich alles Mögliche. Und hier sind wir. Das ist das Kaufhaus. Ist dieses riesige Gebäude hier. Es geht auch noch da hinten rum einmal. Hier gehen wir jetzt rein und checken mal ab. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier Louis Vuitton, Gucci, da hinten Prada, Bottega, aber hier ist glaube ich nur so Leatherware, beziehungsweise hier unten gibt es glaube ich nur Accessoires. Für uns geht es aber jetzt auf die 1 Herrenmode, aber wobei kann auch sein, dass Sennert hier hin will, ich weiß gerade nicht, aber wir gehen erstmal auf die 1. Und ihr könnt sehen, wir kommen oben an, Louis Vuitton, Valentino, Prada, alles mögliche und jetzt schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Hier haben wir auch, ganz ganz wichtig, Balenciaga. Muss natürlich auch sein. Das hier kannst du auch wirklich keinem erzählen. Einfach eBay Balenciaga. Das Ding kostet wahrscheinlich 2000 Euro oder so. eBay Balenciaga T-Shirt mit dem größten Kartoffelsack-Fit. Hier ist auch noch eine ganz große Abteilung mit Jacquemus. Könnt ihr sehen, auch hier die kompletten Stangen voll. Mit einer neuen Puffer. Gibt es auch in Schwarz, aber vertraut mir, Sacrolite Puffer wird krasser. Am Ende des Tages ist es eigentlich auch immer dasselbe. Genauso wie bei Breuninger. Dieselben Pieces, dieselben Marken, dieselben Preise.
Ist eigentlich immer relativ unspektakulär, wie ich finde. Ihr könnt sehen, Laden wurde leer gekauft, die Bags sind am Start. Aber ich sag ehrlich, für Leute, die irgendwie noch Parfums schauen wollen oder so, ist das eine sehr gute Anlaufstelle hier. Alles voll mit Tom Ford. Da hinten gefühlt jede mögliche Marke, da hinten gibt es auch gefühlt jede mögliche Marke. Also falls ihr irgendwie Parfums sucht, dann checkt das hier auf jeden Fall mal ab. Generell muss ich sagen, ist das Kaufhaus an sich eigentlich schon nice. Kann man halt so vergleichen mit Bräuninger. Das ist ja alles möglich, wenn man mal hier ist, kann man das gerne abchecken. Boah, Laden wurde leer gekauft. Ihr glaubt gar nicht, was die an der Kasse dachten, als wir Karte hingelegt haben. Und genau da hinten irgendwo ist auch unser Hotel. Falls du deine Bag abgeben willst, ich weiß nicht, wir können theoretisch ins Hotel kurz. Aber hier auf dieser Straße, ne? Hier ist das Kaufhaus, könnt ihr sehen. Sieht man hier eigentlich irgendwo den Namen? Da hinten auf dem Parkhaus kann man es sehen. De Biekenkorf, wie auch immer. Das ist dieses wunderschöne Stück hier. Okay, wir haben uns entschieden, es geht ganz kurz aufs Hotel. Ihr könnt schon sehen, wir leben hier in den größten Backrooms. Sert will kurz seine Bag ablegen, chillen kurz ein bisschen Handy laden und Digga, wie auch langlaufen gerade. Guckt euch das mal bitte an. Ihr denkt immer so, boah, Highlife und so, Brand Owner, dies, das. Aber am Ende des Tages schläft man da, wo man halt schlafen kann, ne? Was soll ich euch sagen? Und jetzt wird's magisch. Das ist unser Zimmer. Drei Betten, alles zusammengeschoben, damit wir irgendwie so ein 5-Meter-Bett haben. Und das war's. Warum geht jetzt die Alarmanlage an? Bag wurde abgelegt, Akkus sind geladen, wir sind wieder draußen und ist doch gar nicht windig geil. Kleine, aber feine Tour geht weiter, checken jetzt mal die nächsten Läden ab. Und by the way, damit ihr euch nicht wundert, die ganzen Vintage-Läden checken wir alle morgen ab. Da kommt ein extra Video zu, deswegen heute nur die ganzen Retail-Stores und morgen kommen dann die Vintage-Läden. Und deswegen gibt es auch, glaube ich, heute nicht so krass viele Stores, weil Amsterdam ist eigentlich mehr so bekannt für die Vintage-Stores. Die haben auch sehr, sehr krasse hier. Die checken wir aber morgen ab, könnt ihr in dem extra Video sehen. Aber jetzt geht's, denke ich, erstmal weiter zu Soulbox. Ich glaube, wir gehen da jetzt circa 5 Minuten, in 10 Minuten. Sind wir da, dann checken wir mal ab. Ich habe damals, glaube ich, dort den Nocturne Glide mit Yoshi gekauft gehabt. Bisschen Sightseeing darf natürlich auch nicht fehlen. Hier ist so dieser Main-Platz in Amsterdam, würde ich sagen. Und guckt euch mal bitte dieses Wetter an. Guckt euch an, wie die Sonne mich anknallt. Soul zu dem Box. Naja, dann zeig mal her. Sale hört sich sehr gut an. So sieht der Laden aus. Sehr, sehr clean. Alles so ein bisschen wie so ein Labor. Checkt ihr wie damals in der Schule diese Chemikantenräume und so. Wir haben halt eine übertriebene Schuhauswahl. Hier auch alles voll. Da hinten alles voller Schuhe. Klamotten eher ein bisschen weniger. Es gibt hier aber auch, glaube ich, so neue Babestars. Also die hier habe ich so noch nie gesehen mit dem Design. Hier auch welche mit so einem glossy Design. Auch in weiß, schwarz. Und ich weiß noch, genau die hier in orange habe ich mir letztes Jahr gekauft. War so ein kranker Fehlkauf. Nie angehabt und dann irgendwann verkauft. Digga, ich werde auch nie verstehen, warum die bei Soulbox immer so geisteskrank viel Babe haben. So, das hier ist auch alles Babe. Ich frage mich, wer das kauft. So, wer kauft sich diesen Sweater? Oder den hier so? Wer zieht sich das? Das kann sich doch nicht rentieren, dass die das immer noch hier... Oh, sorry. Das kann sich doch nicht so rentieren, dass die das hier immer noch hängen haben. Naja, das wäre so ein Soulbox. Ihr habt alles gesehen. Ich wollte euch einfach noch ein paar Eindrücke geben. War nicht so besonders. Nicht wirklich was dabei gewesen für mich. Aber trotzdem sollte man auf jeden Fall abchecken können. Übrigens habe ich was zu verkünden. Denn Senat und ich haben gerade ein bisschen gekocht, haben uns ein paar Gedanken gemacht. Und jetzt haltet euch fest. Und zwar werden wir beide diesen Sonntag, genau heute, wo dieses Video online kommt, zusammen streamen. Ich sage es einfach mal so, 19 Uhr. 19 Uhr gibt es einen gemeinsamen Stream, genau heute, diesen Sonntag, mit uns beiden zusammen. Ich nicht. Lass Sam schon mal, ich hab Spiel. Erst wird Spiel? Ja, ich tue Spiel. Digga, Kreisliga, C oder so. Alright. Ja, okay. Also, ihr habt's gehört, Kreisliga-Spiel ist wichtiger. Heute, 20 Uhr, gibt es einen Duo-Stream von mir und Sanat bei Twitch. Deswegen kommt da gerne vorbei. @JannikCB bei Twitch, gerne reinfolgen. Ihr wisst Bescheid. Heute Stream, Sanat und ich. Kommt rein. Und da vorne sehe ich auch schon den nächsten Store. Und zwar nämlich Dart, wenn er so heißt. Ich weiß gerade nicht ganz genau, ihr könnt schon sehen. Wir haben Supreme, noch ein paar andere Sachen. Ist ein relativ kleiner Store, aber wir schauen mal. Ihr könnt sehen, die haben halt hier so Yeezys, Bearbricks, ganz viel Supreme und so weiter hier. Supreme, TNF. Wir schauen jetzt mal ein bisschen durch. Also hier das ist wirklich alles Supreme. Ihr könnt sehen, Supreme, Supreme, hier auch so ein Camo Bogo, das ist eigentlich sogar ganz cool. Das Ding ist, als ich letztes Mal mit Yoshi hier war, gab es hier so unnormal viele Marken. Es gab hier Chrome Hearts, Palace, hast du nicht gesehen, es gab wirklich alles. Aber diesmal ist hier eigentlich irgendwie nur Supreme. Also egal, was ich greife, es ist Supreme. Die haben halt auch extrem viele Accessoires, ne, so unnormal viele Beanies, Caps. Die haben ja auch so Custom Course Kerzen, Bücher. Ein paar Sekunden später. Das Ding ist, wir wären eigentlich gerne noch ein bisschen länger im Laden geblieben, aber Sanat wurde leider rausgeschmissen. Hat sich mit der Kassiererin angelegt, die hat irgendwie ein bisschen Stress, dann wurde er rausgeschmissen. Also guck mal, ich habe so gesagt, okay, ich filme nur mich, ich achte doch darauf, dass ich keine anderen Menschen filme. Die meinte ja trotzdem, wenn das Video online kommt und so, bekommst du Probleme. Digga, mein Vlog wird so hart online kommen. Alright. Ja, keine Ahnung. Die hat es anscheinend nicht so gefeiert, dass Sarah da drin gefilmt hat. Ne? Muss man akzeptieren. Aber ich glaube, wir beide hatten jetzt eh nicht geplant, uns dort was zu kaufen. Entsprechend nicht allzu schlimm. Guck mal bitte, wie schön hier. Man fährt mit seinem Boot entlang, bei dem Wetter, durch die Grachten. Was das Geilste an Amsterdam ist, du kannst dich einfach jederzeit hier hinsetzen, an diese Grachten,
kannst chillen, hier die Ente ist am Start, das Boot ist am Start und einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen. Also ich finde Real Talk, das ist eigentlich so mit das Coolste an Amsterdam. Du kannst einfach jederzeit überall hinsetzen an den Grachten, kannst irgendwie was essen, kannst was trinken, kannst mit deinen Freunden labern, einfach chillen, die Boote fahren an dir vorbei. Ist auch irgendwie so ruhig in Amsterdam, dadurch, dass hier halt so weniger Autos fahren und fast nur Fahrräder fahren, ist es halt auch nicht so laut, ist so voll entspannt hier immer. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, denn es geht um Oquium. Das ist der nächste Laden, den habe ich damals mit Yoshi entdeckt gehabt. Ich kannte ihn noch vorher gar nicht. Und das Geilste an dem Store ist eigentlich das Interior Design. Gebt euch mal bitte, wie schön dieser Store hier mit diesen Togo-Sofas designt ist, wie geil das aussieht. Aber die haben eigentlich teilweise ganz coole Sachen. Letztes Mal habe ich echt viele nice Sachen gesehen. Ihr habt hier halt so ganz viele verschiedene Brands, verschiedene Klamotten, ist eigentlich alles Mögliche dabei. Aber ich glaube auch nicht so krass was für mich. Hier gibt es auch wieder Bear Bricks, ganz, ganz viele. Verschiedene Schuhe, Accessoires. Das Krasseste an dem Store ist aber einfach, dass wir unten im Keller einfach gefühlt einen Basketballplatz haben. Ihr könnt es hier sehen, es gibt verschiedenste Basketball-Jerseys, aber da bin ich jetzt auch nicht so krass drin. Aber ich weiß nicht, die Klamotten, die hier gerade haben, sprechen mich auch irgendwie alle nicht so krass an. I don't know, irgendwie, ich habe jetzt nichts gesehen, was mich irgendwie catcht. Wenn ich mich nicht täusche, dann müsste genau da hinten irgendwo LFDY sein, wenn ich es richtig sehe. Falls ja, dann steppen wir da auch mal rein, weil ihr wisst ja, die deutschen Brüder und Schwestern muss man supporten. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Ja, super, dann war es das auch mit LFDY. Eben schon gesagt, der Main-Punkt, warum wir hier sind, ist eigentlich wegen Vintage-Stores. Darauf habe ich auch extrem Bock. Das Ganze werden wir morgen machen. Und da werde ich auf jeden Fall das eine oder andere Piece mitnehmen. Wir sind jetzt hier auf dieser Main-Innenstadtstraße. Hier gibt es dann so Läden wie Adidas, da hinten ist Footlocker, JD, Douglas, so diese ganzen normalen Innenstadtläden sind halt hier. Egal, ich habe hier gerade so random dieses Schild gesehen. Weekday, find us around the corner. Das heißt, wir gehen um die Corner herum und checken Weekday ab. Das ist nämlich auch ein sehr großer Nachteil an Düsseldorf. Wir haben einfach keinen Weekday. Und die Läden hier werde ich auch nie verstehen in Amsterdam, genauso wie Käseläden. Überall sind diese Entenläden. Wir haben es geschafft, Weekday. Was ist das bitte für ein Eingang? Das ist der Weekday-Eingang. Okay, ich bin gespannt. Egal, bitte, was ist das für ein krasser Eingang, Alter? Als würdest du in so ein Museum gehen oder so. Und hier haben wir es. Das ist Weekday. Ey, ich bin keine 30 Sekunden in dem Laden drin. Und ich habe diesen Zipper hier gefunden. Eigentlich aus der Frauenabteilung. Size L regelt wahrscheinlich. Schön Crop geschnitten. Digga, der sieht unnormal sexy aus. Den muss ich safe anprobieren. Ah, okay. Das hier unten ist alles die Frauenabteilung. Wir stehen also her. Und hier oben ist die Herrenabteilung. Digga, wie sieht das hier aus? Gebt euch das mal. Hier muss man dann hochgehen. Und da oben ist die Herrenabteilung. Wir geben der Jacke mal einen Try. Wie gesagt, Frauenabteilung, aber Size L. Ah, Digga, der ist immer noch zu kurz. Ist ja geil, der könnte vielleicht bei Sandra krass kommen. Weil an sich, ich weiß jetzt, wie das hier aussieht, ist das so hoch? Digga, das kriegt mir so nach Catano-Vibes, ne? Irgendwie habe ich mir die ein bisschen cooler. Irgendwie habe ich mir die ein bisschen cooler. Sieht richtig Arsch aus. Manchmal muss man sich auch einfach eingestehen, dass man nicht recht hatte. Das Piece sah cooler aus, als am Ende des Tages ist. Aber man kann ja mal versuchen. Weil an sich, guck mal, wenn ihr das jetzt so seht, kann krass kommen. Ist halt schön Kopfschnitt und so, aber Schnitt war jetzt doch nicht so meins. Hier ist die Herrenabteilung im dritten Stock. Und jetzt checken wir ab. Ist jetzt auf jeden Fall der coolste Weekday-Store, wo ich hier drin war. Guck mal bitte hier. Das ist die View aus dem Store. Man kann hier so rausgucken. Die haben hier einfach die Jacke, die ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Diese Bomber mit dem Fellkragen. Die ist heute bei mir angekommen, genau heute. Aber ich bin halt jetzt in Amsterdam. Und deswegen habe ich die noch nicht anprobiert. Aber wir können die eigentlich mal jetzt zusammen anprobieren. Das ist Size L. Ich habe mir Size L bestellt. Und wir werden jetzt live sehen, ob dies ist oder nicht. Ja, ich glaube, es geht schon so ein bisschen mehr klar. Aber die sieht irgendwie, wenn die, also so, ja, wenn die da hängt, sieht die irgendwie cooler aus als getragen. Aber ich finde, bei dir geht's eigentlich fit. Da kommen wir mit zum Spiegel. Doch, das heißt, L passt bei mir. Da okay, ich freue mich auf die Jacke. Wird cool, ich freue mich drauf. Die haben ja aber schon ein paar coole Sachen. Hier dieser blau ausgewaschene Zip-Hoodie zusammen mit der Jogger ist eigentlich ganz fresh. Aufgrund dessen, dass wir beide heute nichts... Ey, Bro, lass mich doch. Aufgrund dessen, dass wir beide heute eigentlich nichts gegessen haben, außer irgendwie 3-4 Pommes, sind wir jetzt auf dem Weg zu einem All-You-Can-Eat-Sushi-Laden, soweit ich weiß. Also keine Ahnung, habe ich jetzt auf irgendeinem TikTok gesehen, sah sehr, sehr krass aus, da gehen wir jetzt hin und hauen uns den Magen voll. Ich denke, das war's dann auch mit dem ganzen Shopping-Part. Wir haben jetzt mittlerweile auch ca. 19 Uhr. Die ganzen Läden machen jetzt so langsam zu. Wir waren auch eigentlich bei all den Stores, wo wir hin wollten. Wie gesagt, heute nur die ganzen Retail-Stores. Und dann eben morgen die Vintage-Stores. Ich weiß nicht, heute der Tag war für mich eh eher so oft tranquil. Aber jetzt geht es erstmal was essen. Was hast du gesagt, was ist das für ein Laden? So All-You-Can-Eat-Sushi und ich glaube koreanisch Barbecue. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich habe das so auf TikTok gesehen. Sah relativ gut aus, aber man muss auch dazu sagen, Digga, All-You-Can-Eat-Sushi bedeutet eigentlich... Kann nicht so krass sein. Wir haben beide noch gefühlt gar nicht gegessen, nur eine Pommes, nicht gefrühstückt. Dementsprechend hauen wir, glaube ich, da
Also ich hau da jetzt nicht so viel weg, aber Jan auf jeden Fall. Alright. Das ist der Laden, wo wir hinwollen. Egal. Alter, das sieht schon... Wobei Sushi sah jetzt nicht so krass aus, aber wir werden sehen. Wir haben es geschafft. Das ist der Laden. Nomi. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Und so sieht der Lachs drinnen aus. Hier ist unser Tisch. Dann haben wir in der Mitte. Ich glaube, hier kann man dann so selber seine Sachen machen. Hier ist Senat, war gerade auf Klo. Und das ist der Laden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Das hier sind all die Sachen, die wir ordern können. Die können wir alle da ordern. Unlimited. Wir können so viel essen, wie wir wollen. Wir können bestellen, was wir wollen. Es gibt hier eigentlich alles Mögliche. Also ihr könnt sehen, wir haben hier verschiedenstes Fleisch, was man dann auch hier eben sich selber grillen kann. Sushi, alles Mögliche ist am Start. Also sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Hier könnt ihr sehen, die ersten Sachen sind angekommen. Das sind alles Sachen für den Grill. Den machen wir jetzt an. Es dauert ca. 4 Minuten, bis der heiß ist. Dann hauen wir jetzt alles da drauf. Und dann lassen wir uns das so schmecken. Wow. Ihr seht die Nachbarstische, wie das Ganze hier mal aussieht. Wir sind eigentlich gerade so gut wie am Ende. Der Junge ist am Kämpfen. Ja, wir können gar nicht mehr, wir müssen das noch aufessen. Aber das ist wirklich eine Schlacht hier. Wir sind draußen, ich glaube, circa 2 Stunden später oder so. Ich gebe euch ein ganz kleines Fazit. Ich habe jetzt auch nicht so viel gefilmt, weil ich wollte einfach das Essen genießen. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Es war auch relativ teuer. Wir haben jetzt zu zweit 80 Euro gezahlt, also 40 Euro pro Person. Hat sich, wie ich finde, aber gelohnt. Wir haben wirklich unnormal viel gegessen. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Sachen gegessen, sei es Sushi, sei es Fleisch. Ihr habt es ja auch, glaube ich, irgendwo ein bisschen gesehen gehabt in den Aufnahmen. Wir waren sehr lange da. Wir haben gegessen, bis wir platzen. Und sind jetzt auch wirklich beide komplett finished. Die Sonne geht auch so langsam aber sicher unter. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Uhr, 8:30 irgendwie so. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach auf ganz entspannt zum Hotel-Steffi hinlegen, ein bisschen chillen, vielleicht am Anfang ein Video zu schneiden. Ich glaube, so viel wird jetzt auch nicht mehr im Vlog passieren. Aber wir schauen mal, was noch geht. Ne? Wir waren jetzt circa 2 Stunden auf dem Hotel, sind jetzt wieder draußen. Ich habe mir eine schöne Lippen-Sparkling geholt. God bless Netherlands für Lippen-Sparkling. Ich sage euch, das ist das Beste, was es gibt. Irgendwie gibt es das in Holland mehr als in Deutschland, aber ich feiere das geisteskrank. Wir laufen jetzt noch ein bisschen rum, haben uns hier gerade hingechillt. Lass mich den Abend ausklingen, nichts Besonderes. Einfach ein bisschen rumlaufen, vielleicht essen wir noch irgendwas. Aber ich denke, an dieser Stelle werde ich den Vlog auch beenden. Das wär's mit dem ersten Video aus Amsterdam. Heute war halt eben so dieses Retail-Store-Shopping. Morgen von mir aus gesehen, gestern Vintage-Shoppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne einen Kommentar. Und auch wenn ich jetzt nichts gekauft habe, hoffe ich trotzdem, es war coole Inspo für euch. Ihr wisst jetzt, welche Läden ihr abchecken könnt, falls ihr mal hier seid. Aber das ist von mir. Macht's gut. Haut rein und ciao.